Du Charlie, wie alt ist eigentlich das Mischpult? Ja, muss etwa aus dem 1985 sein. Weißt du, dort, wo die letzten grossen Renovationen in dem Raum gemacht worden sind? Also schon fast eine Antiquität. Ja, und hat halt alles auf einen seine Macken. Kannst zum Beispiel nicht mehr schön dimmen. Vor allem, seit wir hier auf die neuen LED-Lampen umgestellt haben. Es macht einfach keine Freude so. Und bei diesen Schaltern da gehen die Lichter viel kaputt. Das Auswechseln der Lämpchen ist manchmal eine niffelige Sache. Du brauchst manchmal Zangen und Pinzette. Ja, da machst du fast einen Doktor. In den letzten Jahren haben ja viele Kirchen hier in die Technik modernisiert. Und ich glaube, bei uns in Zwolle wäre es dann auch etwa höchste Zeit. Ja, wenn wir es so anschauen, sind wir technisch quasi im Mittelalter stehen geblieben. Da, schau, bei der Hörhilfe ist offenbar etwas gegangen. Das ist die erste Generation. Das Nachfolgemodell hast du über die Ohren hängen können. Die neueste Generation. Oh, ja, da ist etwas gegangen. Jetzt müssen wir nur noch den Rest von der Technik auf den neuesten Stand bringen. Darum haben wir ja unseren Liegenschaftsverwalter, den Jürg, angestellt. Er sollte eigentlich jeden Moment kommen. Okay. Hallo miteinander. Ah, hallo Jürg. Guten Morgen. Wir planen hier einen Mittelaltergottesdienst. Nein, wir haben uns einfach ein bisschen altertümlich verkleidet, um zu betonen, dass unsere Kirche eine technische Erneuerung braucht. Ja, da haben Sie schon recht. Das habe ich auch schon gedacht. Aber was denken Sie denn, das braucht? Ja, sicher mal die Audioanlage, die Verständlichkeit. Eine gescheite Lichtsteuerung. Ja, und die Heizung sollten wir auch, die Steuerung mal modernisieren. Und eben ein Türöffnungssystem, ein automatisch. Weißt du, dass man am Wochenende das Kerzchen anzünden könnte? Das ist eine gröbere Geschichte. Das wird noch einiges kosten. Da muss ich mich an die Planung machen. Hallo miteinander, Jürg, wartet schon auf uns. Ja, Freude herrscht. Die Automation ist abgeschlossen. Ich hätte jetzt noch das passende Outfit für euch, damit ihr die auch richtig bedienen könnt. Super! Ja, Judy, hui, musst du mal schauen. Jetzt brauchen wir gar kein Mischpult mehr mit dem Tablet da. Haben wir alles drauf? Das Klima, die Heizung, alles können wir eintöckeln. Alles programmieren oder was? Ja, das ist richtig lässig. Wow. Du, und beim Durchlaufen hast du gesehen, wir haben so einen Bildschirm beim Elektroschrank. Ein Bildschirm? Komm, wir gehen mal schauen. Et voilà, der Bildschirm. Wow. Du, da kommen die Heizung. Die Sitzbank einzeln ansteuern. Statistik. Ah, da kann man schauen, wie viel Strom man verbraucht und es dann per Mail schicken. Noch praktisch, hä? Ja, wunderbar. Dann sind wir ja bestens gerüstet für die Zukunft. Das stimmt. Du, es ist, glaube ich, langsam Zeit. Dann gehen wir, glaube ich, Mittag. Was meinst du? Mein Magen knurrt schon. Am Nachmittag tue ich, glaube ich, noch den Rasen mähen. Ich habe um 13:30 noch einen Termin in der Windeco, um zu schauen. Okay. Live long and prosper. Einen guten.
Das ist schon toll, wenn man so Mitarbeiter hat, die mitdenken. Unterdessen haben wir schon etwas realisiert. Wir haben die Heizungssteuerung haben wir automatisiert und wir haben die Audioanlage neu einrichten können und haben jetzt einen ganz klaren Ton, ohne viel Hall. Was jetzt noch ansteht, das ist das, was wir das letzte Jahr haben können machen. Das Jahr ist, dass wir die Fenstersteuerung machen, damit man die Luftfeuchtigkeit besser regeln kann. Dann, dass wir die Türen automatisch öffnen können, dass am Wochenende auch die Kirche kann besucht werden. Dann nachher das ganze Licht, eben, dass man da auch die LED-Lampen richtig dimmen können. Und dann als letztes noch die Glocken, dass die auch automatisch über das neue System, das wir hier haben, laufen. Man kann dann einen Anlass planen und dann läuft es automatisch. Dann muss nicht am Schluss vom Gottesdienst der Sigrist noch schnell rennen, ausläuten lassen.